Ja, die Hühnerfarm haben wir schon mal. Und mit dem Geld können wir auch gleich eine Steinhöhle. Haltbar und stark kann sie selbst Lava dauerhaft überspannen. Genau. Ihr erbeutet eine Brücke. Im Gegensatz zu normalen Holzbrücken sind Steinbrücken viel stabiler, was uns zugute kommt. Hier bei der ganzen Lava. Deswegen habe ich auch gleich mal hier zum Schlafraum und zum Dings eine Steinbrücke gebaut. Und zum Portal. Gucken wir mal, was sind die anderen neuen Räume? Casino. Das Casino. Ein ausgesprochen praktischer Raum. Stellt mit dem Hebel in der Mitte seine Funktion ein. Ihr könnt entweder eure Geschöpfe glücklich machen, indem ihr sie gewinnen lasst, oder ihr lasst sie ihr ganzes Gold verlieren. Direkt in eure Schatztruhen. So, erbeutet einen Schlafsaal. Das müssten wir eigentlich einen Schlaf. Eine Jungfrau wurde unglücklich, weil sie keinen Platz zum Schlafen hat. So, dann gehen wir alle schlafen. Als nächstes holen wir uns das Portal dann. Haben wir sonst noch neue Räume? Gucke ich gerade. Kerker, nein. Also das Casino klingt recht praktisch, aber ich glaube, davon gibt es hier definitiv garantiert auch eins. Hier gibt es auf jeden Fall gefangene Elfen. Folterkammer. Hier gibt es nur einen Gang oder was das sein soll. Ja, da ist das Casino, genau. Das können wir auch einnehmen. Hier oben ist eine Werkstatt voll mit was auch immer. Türen und Giftgasfallen. Ah ja, die Giftgasfalle, genau. Die Gasfalle. Wenn ein unglückliches Geschöpf sie auslöst, verbreitet sich eine Wolke tödlichen Gases in die gesamte Umgebung. Klingt auch nicht schlecht. So. Alle ausgeruht, alle fit. Tür einschlagen. Und erstmal den Zwerg töten. Ich sagte Tür einschlagen. Da ist ein Heldentor, das sollten wir nach Möglichkeit umgehen. Hier ist noch eine kleine Hühnerfarm. Ja, man merkt schon ein bisschen, in diesem Dungeon hier gibt es wenig Geld. Also ist auch schon meine Schatzkammer ziemlich überflüssig. Die Tür kann ein Imp für mich aufhauen. Vielleicht hilft auch noch der Troll mit. Oder auch nicht. Komm schon, mach sie tot. Und bring meine Verwundeten weg. So.
Das war jetzt ein Krampf. Aber gut, wir scheinen so gesehen keine Verluste zu haben. Niedergeschlagenen sind. Die Niedergeschlagenen. Eine neue Spezies ist in euren Dungeon gekommen. Haben es gut überstanden. Goblins, die können mal hier die Tür einschlagen. Jetzt brauche ich dringend noch. Also eine Jungfrau, die können da drüben die Tür einschlagen, dass ich an den Gegenstand rankomme und dann das Gold dahin, weil wir brauchen dringend etwas Geld. Merke ich gerade. So. So, das Geld, ich brauche. Ja, ich spreche jetzt wie Yoda. Nein, das mache ich nicht. Nein, nein. Das gewöhne ich mir gar nicht erst an. Okay, da komme ich wirklich nur mit Skeletten dran vorbei an der Angstfalle. Was auch wieder blöd ist. Ah. Imp. Schnell, ich brauche einen Imp. So. Ah, da geht's zur Schatzkammer, sehr gut. Gleich mal einschlagen. Wie viele 15 Geschöpfe kriegen wir durch den Schlafsaal? Immer darauf achten, ob sie glücklich sind, weil dann kann ich hier den geheimen Zauber benutzen. Ah, 10.000 ist schon mal einiges. Ich glaube, ich buddel dann mal hier drum herum. Wie viel Imps? Im Augenblick kann ich mir keinen Imp leisten. Ich habe so wenig Gebiete, die mir gehören. Da kriege ich kaum Mana. Was das Problem gerade ist. Ja. Das könnte noch was werden. Das ist wirklich mehr eine Management-Mission als eine, ich baue einen übertriebenen Dungeon-Mission, weil es gibt kaum Platz zum Ausgraben. Es ist alles solider Felsen, wenn man genau sieht. So. Ich könnte dann theoretisch hier eine Sentry-Falle hinstellen, die da drauf schießt, oder... Kann ich mal versuchen, wo habe ich einen Salamander gerade? Da holt er sich Geld. Ne, das hat er schon, so wie es aussieht. Den kann ich mal hier absetzen und mich mal in ihn rein versetzen. Ja, toller Reim. Nein, das war zu nah dran. Definitiv, und ich verschwende Mana gerade. Mache ich es mit dem hier.
Okay, wenn ich ihn selber benutze, dann kann ich nur beißen, dann kann ich kein Feuer spucken. Hehehe. Seid ihr nett. Naja, ich habe weder einen Trainingsraum noch ein Casino, ich habe auch nicht mal den Platz, um eins zu bauen. Also lasst mich. Schlagt mir lieber die Tür ein. Was soll das? Endlich. Noch ein Imp. So. Den kann ich gleich mal festhalten. Den setze ich nämlich dann da ab, dass er mir die Tür und vor allem die Schatzkammer mit den Schätzen einnimmt. Was gibt es hier oben eigentlich noch? Die Werkstatt. Hier gibt es die Bibliothek. Ihr erbeutet eine Schatzkammer. Sehr schön. Jetzt habe ich ein bisschen mehr Geld. Jetzt können hier die Goblins die Tür aufschlagen. Hier ist auch irgendwas. Das sieht vielleicht ein bisschen aus wie ein Kerker. Ich hoffe mal, dass es einer ist. Baue ich gleich mal hier rüber die Brücke. So. Ah, die wollen mich echt ärgern. Ihr sollt diese Tür kaputt machen. Gut. Eben zum Einnehmen. Nein, stimmt, hier ist der Kerker. Mann, also der Keeper da, der Dante, wird echt geschlagen für das, was er hier veranstaltet hat. Aber echt, ey. Die Räume so verteilt. Da hinten die Salamander absetzen. Jetzt muss ich mal gucken, wie ich da weiterkomme, ob ich mich da erst hier zum Heldenportal durchgraben muss. Sobald ich hier diesen... Das ist ein Wachraum. Ihr braucht einen Kerker, um Gegner sicher zu verwahren. Das ist ein Wachraum da. Na gut. Ja, aber wenigstens komme ich voran hier. Ihr erbeutet einen Wachraum. Das ist eine verstärkte Gittertür. Naja, genau, hier die beiden kann ich verkaufen. Es wird nämlich alles hierhin. Dann hier hinter weiter ins Casino. Und natürlich die beiden Räume hier. Okay. Am besten. Schnappe ich mir mal alles, was ich habe. Und setze sie in den Kampf. Und am besten baue ich hier die Brücke aus. Dass meine Kreaturen auch eine Plattform haben, auf der sie kämpfen können.